gibt es auch keinen Schatten oder irgendeinen Parkplatz oder so. Es gibt hier nur Knochen von toten Tieren. Tag im Jahr. Wir haben heute Montag, den 1. Januar 2018. Gigantisch. Wir fahren jetzt auf jeden Fall los. Es geht jetzt langsam Richtung Adelaide für uns. Wir verlassen jetzt Esperance. Es liegen ein paar aufregende Tage vor uns. Wir haben keine Ahnung, was genau uns erwartet, aber das sehen wir alles dann später. Sind hier heute mitten im Busch am Campen, weil wir sind auf dem Weg nach Adelaide. Wir resten hier. Ja. Offiziell. Also nicht campen. Und haben jetzt hier so ein Plätzchen gefunden und dachten am Anfang, es ist echt schön hier. Doch dann kam so eine Ameise und hat Nuri übel gebissen. Ja, wir hoffen, dass wir es bis morgen hier aushalten. Wir sind ja jetzt gerade auf dem Weg nach Adelaide und befinden uns gerade auf der längsten Geradeausstraße Australiens. Es sind 90 Meilen, die es einfach nur geradeaus geht. Es sind, glaube ich, so auf dem Schild stand 146,6 Kilometer. Und wie das Ganze aussieht, seht ihr jetzt. Es sind noch 1634 Kilometer bis nach Adelaide, also wir haben noch ein Stückchen vor uns. Haben jetzt gerade getankt und sind echt froh, dass wir Autogas tanken können. Es kostet hier 1,36 pro Liter und Benzin kostet hier 1,88. Also wer darauf angewiesen ist, hier zu tanken. So sieht's aus, wenn man mitten im Nichts in Anführungsstrichen liegen bleibt. Was unser Baby hier genau hat, wissen wir nicht. Allerdings ging gerade die Ölleuchte an, die Batterielampe an. Nuri hat nachgelesen, dass man eigentlich die Geschwindigkeit reduzieren soll. Windecke. Aber dadurch ist es auch nicht weggegangen. Und jetzt, ja, machen wir mal kurz eine Pause und hoffen, dass das Auto danach wieder angeht. Wäre auf jeden Fall schlecht, weil wir haben noch 150 Kilometer vor uns, bevor überhaupt die nächste Stadt kommt. Und hier gibt es auch keinen Schatten oder irgendeinen Parkplatz oder so. Es gibt hier nur Knochen von toten Tieren. Wir werden hier gerade von zwei australischen Männern verfolgt und die weichen einfach nicht mehr von unserer Seite. Was für uns natürlich auch ganz gut ist, denn wir haben ein kleines Problemchen mit dem Auto. Wir wissen nicht genau, was los ist. Also die Lampen leuchten immer noch. Wir haben jetzt gerade mal Ölstand und Kühlflüssigkeit gecheckt. Und als wir gestoppt haben, haben uns zwei Australier sozusagen supportet und die begleiten uns gerade. Also die wollen uns jetzt 10 Minuten, 15 Minuten einfach mal hinterherfahren, um zu schauen, ob alles okay ist. Mega nett von denen, weil es ist mega heiß hier draußen. Es gibt keinen Schattenplatz. Und die würden uns supporten, wenn jetzt irgendwas ist, uns abschleppen oder wie auch immer. Wir hoffen natürlich nicht, dass das so dramatisch ist und dass die Lichter gleich ausgehen. Wir berichten später auf jeden Fall, wo wir angekommen sind und ob wir angekommen sind. Ja. So startet man auf jeden Fall nicht gerne in den Tag, denn wir sind jetzt weitergefahren, haben gestern Abend dann Rast gemacht und die beiden Australier haben uns sozusagen dann verlassen. Auch mega nett, dass die uns die ganze Zeit verfolgt haben, falls was ist. Doch heute, nach 20 Kilometern Weiterfahrt, ist es passiert. Wir sind liegen geblieben. Also zuerst gingen alle Warnblinker an. Also ich weiß nicht, wir dachten halt einfach, dass es was damit zu tun hat, dass die Elektronik vielleicht kaputt ist, weil Airbag-Leuchte ging an, ja, die ABS-Leuchte. Und ja, dann fing das Auto an zu ruckeln und dann bin ich nur noch versucht, habe ich versucht, am Seitenstreifen ranzufahren und jetzt stehen wir hier. Also Norell holt jetzt gerade Hilfe
Und wir haben keine Ahnung, wie wir jetzt hier wegkommen oder irgendwas, weil wir sind hier immer noch relativ im Nichts. Zum Glück ist die Tankstation, an der wir gerade waren, nur 1,5 Kilometer von hier. Nuri ist zurück. Und jetzt geht es darum, das Problem herauszufinden, warum wir liegen geblieben sind. Also wenn man in Australien liegen bleibt und das Auto schon zur Seite gefahren hat und nicht weiß, was der Grund ist, kann man auf jeden Fall hier vorne die Sicherung checken. Einmal hier unter der Haube. Im Auto selbst gibt es noch einen Spot für Sicherung. Und zwar ist das hier unten drunter beim Fahrersitz. Da habe ich gerade schon alle gecheckt. Unser Auto steht da ganz hinten. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Auf jeden Fall kam jetzt gerade ein anderer Australier mit seiner Freundin vorbei und hat nach uns gefragt, ob alles okay ist. Und die versuchen jetzt nur beim Auto starten zu helfen. Es scheint schon mal angegangen zu sein. Mega! Nuri holt mich, glaube ich, jetzt ab. So, noch einmal ereignisreichen Tag, melden wir uns mal kurz zurück. Nuri überträgt gerade ein paar Filme, damit wir gleich ein paar Filme im Bettchen schauen können. Der aktuelle Stand der Lage ist, wahrscheinlich ist unsere Lichtmaschine defekt. Nach so vielen schlechten Nachrichten ist heute mal eine positive Nachricht. Und zwar habe ich gerade den Inhaber von diesem Caravanpark, Motel und Restaurant hier gerade getroffen und habe mal gefragt, ob er vielleicht ein paar Aufgaben für uns hat, dass wir hier kostenfrei bleiben dürfen. Und es ist ein total lieber Mensch. Also wir dürfen jetzt hier kostenfrei noch 1-2 Nächte bleiben. Gar kein Problem. Das heißt, wir sparen auch nochmal so knapp $50. Das ist auf jeden Fall mega hilfreich für unsere Situation gerade. Und wir brauchen einfach nichts tun. Also fast nichts. Wir dürfen uns hier um so ein Schäfchen kümmern, das direkt neben uns wohnt. Und das sollen wir einfach mal lieb haben und nach dem Schäfchen sehen, ob es dem gut geht. Das machen wir natürlich mega gerne. Aber mega freundlich. Vielen Dank. Ja, heute beginnt wohl das größte Abenteuer. Das größte Auto-Abenteuer. Wir haben gerade unsere Batterie eingebaut. Die wurde ja über Nacht komplett aufgeladen. Wir starten jetzt das Auto und dürfen es dann nicht mehr ausmachen. Egal was wir tun, einfach immer weiterfahren. Und mit ein bisschen Glück, drückt uns die Daumen, schaffen wir 500 Kilometer. Und dann kommt die nächste Werkstatt, die uns hoffentlich weiterhelfen kann. Wir müssen auf jeden Fall alle Energiequellen heute aushaben, damit die Batterie nicht zusätzlich leer gesaugt wird. Schatz, kein Fenster so weit runter. See ya. Hier, Jigla. Ja, hier mal ein kurzer Zwischenstand von uns. Wir sind jetzt 338 Kilometer weit gekommen mit unserer voll aufgeladenen Batterie. Die macht allerdings jetzt gerade ein bisschen Anstalten und wird jetzt gerade, glaube ich, leer gehen. Das heißt, ist gerade relativ gefährlich für uns weiterzufahren, da jetzt gleich nichts kommt. Und wir haben jetzt hier gerade echt zufällig eine Tankstelle auf dieser Höhe gefunden. Wir haben glücklicherweise hier auch noch, was echt super Zufall ist, gleich einen Mechaniker direkt neben der Tankstelle, wirklich mitten im Nichts. Der ist jetzt allerdings nicht da. Warten wir jetzt einfach mal ab, essen erstmal und gucken dann, wie es weitergeht. Wir rollen wieder der nächsten Werkstatt entgegen. Letzte Nacht wurde unsere Batterie nochmal geladen von dem Werkstattbesitzer neben dem Rastplatz, wo wir angehalten haben, notgedrungen. Und da auch wieder total nett, der wollte nichts dafür haben, keine Gebühren dafür, dass er die Batterie geladen hat. Man kann auch mal Glück haben. Ja, wir haben unser Auto in die Werkstatt gebracht. Ja. Wir sind jetzt hier in Sedona, muss man dazu sagen. Wir sind in Sedona angekommen und haben einen super heftig geilen Campingplatz.
mega, kostet aber auch etwas mehr. Naja, $33 für zwei Personen mit Strom. Aber ist heftig nice, also wirklich richtig sauber und heftig geil. Unseren Wagen haben wir heute prüfen lassen. Tatsächlich ist die Lichtmaschine kaputt. Morgen früh werden wir sie abgeben. Und das kostet 630 Flocken. Shit. Ja, bei der Nachricht wirst du gleich ganz unscharf. Ja, aber andersrum gut. Morgen früh ist sie schon da. Also Nissan-Händler, zack, zack, geht richtig schnell. Dann können wir morgen auch schon weiter. Ja, morgen geht es ja nach Adelaide und ich habe mir eine neue Sonnenbrille gekauft, die wollte ich mal präsentieren. Ja, Sonnenbrille bei diesem regnerischen Tag. Total komisch, es regnet die ganze Zeit. Der Himmel weint, weil wir jetzt so viel zahlen müssen. Ja, naja, dafür haben wir einen schönen Campingplatz. Ja, super. Und dann gibt es bald was zum Essen und dann sehen wir uns bald wieder. Ja, also ich glaube, es sind schon über 30 Grad und bei 35 Grad hören wir spätestens auf, hier zu picken. The problem is, we have probably an issue with our alternator. And if possible, we need to charge up our battery. Hello? Der möchte jetzt einfach auch mal die Batterie voll machen. Dann gucken wir mal, was da abgeht. Sanuri befindet sich hier gerade hinter der Tür am Zähneputzen. Man sieht ihn nur schlecht durch den Mückenvorhang. Und Norel holt jetzt Hilfe. Das war auf jeden Fall ein LKW.